Hallo, ich grüße dich ganz herzlich und wünsche dir einen wunderschönen Freitagmittag. Heute, oh, ich habe ja gerade gesehen, Tag 21 Challenge. Nee, stimmt nicht. Heute haben wir erst Tag 16. Ich eile mal wieder der Zeit voraus. Heute würde ich gerne mit dir mal drüber sprechen, wie du gerade in der jetzigen Zeit, in der jetzigen ganz besonderen Zeitqualität, es besser schaffst, bei dir selbst zu sein, präsent zu sein, mit dir und mit deinem Körper oder überhaupt auch vor allem mit deinem Mind. Und zwar hat mir gestern ja auch eine geschrieben, unter anderem, dass es zwar schon ganz gut es schafft, jetzt so bei sich zu bleiben und sich so weniger ja, ablenken lässt, aber trotzdem passiert es halt immer mal wieder. Und da gibt es so ein paar Dinge, die du da tun kannst, die da sehr, sehr hilfreich sind, wie du dich darin üben kannst, präsenter im Hier und im Jetzt anzukommen. Und zwar, wo fange ich an? Zum einen kannst du dir angewöhnen, wenn du das möchtest, was sehr, sehr hilfreich ist, was ich auch immer wieder mache, um in deiner Wahrnehmung zu sein, weil die sitzt hier in unserem Bauchchakra, in unserem Solarplexus. Das befindet sich eine Handbreit über dem Bauchnabel. Da sitzt auch quasi so unser zweites Gehirn. Da gibt es auch Nachweise für. Ich will jetzt gar nicht so sehr da ins Detail einsteigen. Aber sobald die Eizelle befruchtet wird, dass sich da mit der ersten Zellteilung ein Teil sich zum Gehirn entwickelt und das andere Teil zum restlichen Körper. Also da sitzt so unser Bauchhirn im Grunde genommen, unsere Wahrnehmung, unsere Intuition. Kleiner Tipp zum Hintergrund einfach. Wenn du dich jetzt darin übst, tagsüber so oft wie möglich dran zu denken, über dein Bauchchakra einzuatmen, dann übst du dich da ganz enorm darin, in deiner Wahrnehmung zu sein, bei dir zu sein, in deiner Mitte zu ruhen. Und das geht ganz einfach. Du brauchst dir einfach nur vorstellen, wie dein Atemstrom, der strömt natürlich weiter durch die Nase ein und aus, aber einfach vorstellen, wie dein Atemstrom über dein Bauchchakra ein- und wieder ausströmt. Was mir da die erste Zeit geholfen hat, ist, dass ich einfach die Hand da aufgelegt habe. Das hat mir von der Vorstellung her geholfen, dass der Atemstrom über diesen Bereich ein- und ausströmt. Ja? Okay? So, das ist das eine. Und dann würde ich dich gern dazu einladen, dir für alles ab sofort, was du machst, bewusst Zeit zu nehmen. Bewusst Zeit zu nehmen. Und das kannst du morgens auch schon eine wunderbare mentale Ausrichtung dich darin üben. Und zwar, indem du morgens dir schon mal deinen Tag so ein bisschen durchgehst. Was steht heute alles an? Und von den gefühlt, ich kenne das nur zu gut von mir auch früher auch, von den gefühlt tausend Dingen, die anstehen, gleich mal 997 streichen und nur die drei Dinge, die du dann auch wirklich machst, die dann auch wirklich machen. Ja? Weil letzten Endes, ich kenne das so gut von mir früher, dass ich morgens aufgewacht bin und gedacht habe, boah, nur ja, nicht denken, einfach nur tun. Also so den ganzen Tag funktionieren. Ja? Und wenn du dann schon mal die 997 Dinge einfach mal lässt und dir die drei Dinge herauspickst, die du heute wirklich machst, oder vier oder fünf, und die dann auch wirklich machst, dann geschieht Folgendes, dass du abends dann natürlich auf den Tag zurückblickst und denkst, wow, heute habe ich alles geschafft bekommen. Also du hast da nicht das Gefühl, du hast den ganzen Tag da rumgewirbelt und doch nichts gemacht, sondern die drei Dinge, die du dir vorgenommen hast, hast du dann auch wirklich gemacht bekommen. Das erfüllt mental. So kommst du schon mal mental in einen anderen Schlaf. Gehe ich gerne in einem anderen Beitrag noch drauf ein, weil jetzt geht es ja eigentlich darum, wie du es schaffst, tagsüber auch präsenter zu sein. So, und dann gibt es ja so einen gewissen Plan, diese Dinge, die du tagsüber machen musst, und dann nimmst du dir jedes Mal, wenn du etwas Neues anfängst, bewusst Zeit für alles. Du nimmst dir bewusst Zeit für die Dinge, die du machst, und übst dich darin, im Hier und im Jetzt zu sein. Und das funktioniert einfach auch ganz gut, wenn du das kombinierst mit deinem Bauchchakra, mit deiner Wahrnehmung und dir immer wieder vorstellst, wie dein Atemstrom auch über diesen Bereich ein- und ausströmt. Hat noch weitere Vorteile, aber jetzt geht es ja mal um das Thema Präsenzsein. Und
dann wirst du vor allem merken, wie du weniger durch den Tag hechtest, sondern wie du eigentlich viel mehr geschaffen bekommst, weil du dir einfach bewusst Zeit für die Dinge nimmst und dann auch in die Situation kommst, mal wieder überhaupt das Gefühl, Zeit zu haben. Weil in unserer schnelllebigen Zeit, mal abgesehen von der Ausnahmesituation, die es jetzt gerade ist, wo die meisten Menschen ja zu Hause sind, das meistrezitierte Mantra ist, ich habe keine Zeit. Trotzdem viele Menschen jetzt zu Hause sind, ich habe keine Zeit. Und das sind so Dinge, die uns letzten Endes stressen, die uns durch den Tag rennen lassen und ja, dann abends letzten Endes auch zu einem unguten Gefühl führen. Ja? Und wenn du dir bewusst Zeit nimmst für alles, was du tagsüber machst und deine Gedanken auch beobachtest, sobald du so, kennen wir alle, wir machen irgendetwas, aber unsere Gedanken schweifen ab, sind entweder in der Zukunft mit irgendwelchen ungelegten Eiern, im wahrsten Sinne des Wortes, passt jetzt zur Osterzeit, oder wir schwelgen in der Vergangenheit und beschäftigen uns mit irgendwelchen Dingen aus der Vergangenheit, was vorbei ist. Und das führt dann einfach dazu, dass wir einfach nicht präsent sind im Hier und im Jetzt. Und sobald du dich darin übst, bei der Tätigkeit, die du gerade machst, wirklich bei dir zu sein, in deiner Wahrnehmung präsent zu sein im Hier und im Jetzt, du wirst merken, dass du mehr und mehr in die Situation kommst, entspannter zu sein, dich weniger von außen beeinflussen zu lassen von irgendwelchen Dingen und dich damit einfach viel relaxter, entspannter und letzten Endes natürlich wohler fühlst. Ja? Okay? Und mit diesem Präsentsein, was meine ich auch damit? Spring dir mal noch ein anderes Beispiel. Ich vergleiche mal gerne mit dem Briefkasten. Wenn der Briefträger dir einen Brief bringt und du bist nicht zu Hause, dann wirft er ihn in den Briefkasten ein und es ist deine Entscheidung, guckst du in den Briefkasten rein oder nicht. Ja? So. Und wenn wir nicht präsent sind im Hier und im Jetzt, nicht nur, dass uns das total stresst, wie ich das eben ein bisschen erläutert habe, sondern wir nehmen auch nicht diese wunderbaren Geschenke, Botschaften des Universums, was das Universum uns jederzeit schickt, das nehmen wir nicht an, weil wir letzten Endes nicht da sind. Wir hocken zwar da mit unserem physischen Körper, aber wir sind nicht präsent im wahrsten Sinne des Wortes im Hier und im Jetzt, sondern leben in der Vergangenheit oder eben auch schon in der Zukunft. Ja, und wenn du dich darin übst, so präsent zu sein, bei dir zu sein und auch damit in deiner Wahrnehmung zu sein und diese Botschaften, die das Universum dir auch ständig schickt, an Hinweisen, an Ideen, an Impulsen, was du gerade jetzt vielleicht auch machen kannst, was auch jetzt der nächste Schritt ist, auch um deinen Seelenplan zum Beispiel zu entdecken, wie du den jetzigen die jetzige Zeitqualität wunderbar dazu nutzen kannst. Ich habe ja gerade so die Tage, bin ich ja auch noch mal drauf eingegangen, dass das die beste Krisenvorsorge oder Existenzvorsorge überhaupt ist, wenn du dir jetzt erlaubst, deinen Seelenplan zu entdecken und dein Ding zu machen, das jetzt entstehen zu lassen und in der Zukunft von nichts und niemandem mehr vom Außen abhängig bist, ja? Und wenn du dich dafür entscheidest, wirst du merken, wie sehr das Universum dir immer und immer wieder Botschaften schickt. Und wenn du dich dann darin übst, über das Bauchchakra ein- und auszuatmen und sobald du bei Tätigkeiten, die du machst, merkst, die Gedanken schweifen ab, sind im Gestern oder auch im Morgen, dass du dich immer wieder zurückholst ins Hier und ins Jetzt. Das ist Training, erwarte jetzt auch nicht, wenn du das jetzt einmal machst, dass das total gut zu 100% funktioniert und das dann auch daraus schon resultieren muss. Und dann habt ihr auch Geduld mit dir. Vielleicht hast du sowas schon mal gehört, was ich hier jetzt so als Tipp dir gerne weitergebe. Und es ist irgendwie im Unbewussten versunken und du denkst jetzt, okay, könnte ich ja mal wieder integrieren in den Tag. Oder vielleicht ist es zum ersten Mal, dass du es hörst. Wie dem auch sei, völlig egal, üb dich einfach darin. Hab Geduld mit dir, der Weg ist das Ziel, ja? Und dann wirst du merken, nach einigen Tagen auch,
vielleicht nach einer Woche, wenn du mal da genau hinschaust und beobachtest, wie sehr sich doch für dich da auch schon was geändert hat, wie viele Impulse, Ideen du bekommen hast, die du wahrgenommen hast, die das Universum dir ansonsten auch geschickt hat, aber du warst nicht da, du warst nicht präsent. Du warst nicht am Briefkasten, ja, um das Beispiel von eben zu nennen. Und das hilft total, Bauchatmung und eben auch noch präsent zu sein, dir für alles, was du tagsüber machst, bewusst Zeit zu nehmen. Du wirst so auf erstaunliche Art und Weise dann auch merken, wie du plötzlich wieder Zeit hast, vor allem bei Dingen, die man nicht so gerne macht. Wenn man da vorher denkt, boah, das muss ich jetzt machen, da hocke ich jetzt gefühlte 3 Stunden. Und wenn du präsent bist, wirst du merken, dass du deine Aufgaben da viel schneller erledigst, dass dir das viel schneller von der Hand geht und so auch in den Genuss kommst, wieder Zeit zu haben, in der du dich dann natürlich auch sehr gerne mit dir selbst beschäftigen kannst, dir mal Fragen stellen kannst. Was haben andere Menschen davon, dass es mich gibt? Was ist meine Botschaft, die ich jetzt gerade raus in die Welt tragen möchte? Was ist das eine Ding, wo ich anderen Menschen bei helfen kann? Oder dir auch deine Lebensstory mal anschauen. Was sind die Dinge rückblickend, die du in deinem Leben schon wunderbar gemeistert hast? Das sind alles so Dinge, die dich letzten Endes zu deinem Seelenplan führen. Das ist wie mit dem Thema Zeit nehmen, sich bewusst für alles Zeit nehmen. Wenn, ja, nehmen wir das Beispiel Erdbeeren. Wenn ich dir ganz ausführlich versuche zu erzählen, wie Erdbeeren schmecken, du kannst es nur ahnen, aber wie die Erdbeere wirklich schmeckt, das erfährst du erst, wenn du wirklich mal reinbeißt und diese Gaumenfreuden hast. Und so ist das hier auch, wenn eine Schale Erdbeeren auf dem Tisch steht und du greifst nicht danach und holst dir eine, hast du keine Erdbeeren. Und so ist das auch mit der Zeit. Wenn du dir bewusst für alles Zeit nimmst, wirst du merken, wie du plötzlich in die Situation kommst, wieder Zeit zu haben, wie du viel mehr bei dir selbst ankommst, auch durch die Bauchatmung und dadurch, dass du präsent bist, die vielen Botschaften, die das Universum jedem von uns jederzeit schickt, auch wahrnimmst und dann natürlich auch umsetzen kannst. Okay? Gut, jetzt ändere ich noch den Tag 21 in Tag 16. Und dann sehen wir uns spätestens morgen nochmal. Bis dahin. Tschüss.